Wieso habe ich eigentlich eine Rüstung im Inventar, die identifiziert ist? Weiß ich nicht. Die konnten wir noch nicht, weil die zwei war, ne? Das stimmt. Ah ja, ja, okay. Deswegen. Weil ich war jetzt gerade so. Hä? Ist ja niemand annähernd Klärmeister 2 hat. Die erste ist echt übertrieben. Trotzdem ja, sehr unterhaltsam. Hab keine Zeit, so viele super, super viele Sachen zu gucken. Du bist überladen, Leon. Ich weiß nicht, was ja, du eingesteckt hast. Ich habe ein Giftfass angeklickt. Ein Schleimfass, kein Giftfass. Das ist ein Schleimfass, Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigen Sie, Herr Untoter, ich wollte. Ach, guck mal. Es waren aber gerade mal 29 Gold, das war jetzt nicht so der krasse Brock. Mit den Schweinen hätten wir jetzt wieder ein Problem, ne? Du. Ne, die haben wir schon ausgelöst. Aber meint, die haben wir schon alles hier hochgelassen. Die laufen immer noch weiter rum, aber. Aber wir können sie trotzdem segnen. Richtig. Kannst du das auch nicht, Hyper? Dass keiner von euch kennt. Wovon redet ihr? Von dem, was ich im TS geschrieben habe. Kennst du das, ne? Achso, Marcel, hast du Berührung der Fäulnis schon? Ich glaube nicht. Warte, ich geb's dir einfach. Danke. Achso, doch, das, oder? Wie, dann kennst du das wenigstens? Schon, doch, das kann ich schon. Nö. Du kennst es auch nicht? Ach, come on. Der Film super süß, super sexy. Den habe ich schon mal gehört, aber nicht gesehen. Okay. Hey, was denn? Was für ein Link denn? Alles gut im UF-Channel. Boom. Soll ich dem armen Schwein helfen? Ja, ne? Aber was hat ja, ich das so gehen lassen? Ne, doch nicht. Die steht nur. Da. Nicht so, nicht laufen. Muss warten, bis es steht. Ja. Sollen wir mit ihm reden? Gut, dass Leon in, Bin ich in das Gespräch verwickelt? Okay. Ja. Hey. Der bedrohliche Skelettwächter sieht dich müde an und gähnt dann. Ihr wagt es also, euch dem Willen von Brakus Rex zu widersetzen? Gewärtigt den Tod. Und so weiter und so weiter. Bringen wir es einfach hinter uns. Das ist eine Frau übrigens. Sicher? Ja. Ja, stimmt. Das ist die, das ist der Skelettbau von weiblichen Echsen. Ja, ist mir egal. Ihre Stimme imitieren und so weiter und so fort. Köstlich. Ich hoffe, das Gespräch damit beendet. Ich mag's nicht, wegen solcher Banalitäten geweckt zu werden. Ihr seid überhaupt nicht harmlos. Lügt nicht. Den Kopf kratzen, schlafen ist gut. Das hättest du ja nicht gesagt. Leider kann ich nichts essen. Es fällt einfach durch. Zu schade. Beim Duft dieser feurigen Grunze habt ihr Appetit auf Schweinebraten gekriegt. Wir sagen, dass Brexrex tot ist. Warum erfüllt sie noch immer den Auftrag des Quellenkönigs? Sie stöhnt ungeduldig und tappt mit dem Knochenfuß auf den Boden. Ja, ja, ich weiß, dass er tot ist. Ich bin dennoch verpflichtet, seinen Willen zu entsprechen. Sein Fluch ist nicht tot, er droht mir für immer. Bis später, Izzy. Viel Spaß beim Duschen. Markus ist auch so ein super Typ. Einfach jeden verfluchen. Ja. Einfach super. Wir sagen, dass es keinen Fluch gibt, der erkennt, ob sie dich in Ruhe lässt. Sie sollte gehen und weiterschlafen. Überreden, erfolgreich. Es ist, wie ihr sagt, wobei kein Fluch schlimmer sein könnte als dieses endlose Gewäsch. Seit vor... Wächterin bekommt die Worte nicht heraus, als würge sie eine unsichtbare Hand. Oh, scheinbar erkennt der Fluch es doch. Pech. Tschüss. Dein Stufenaufstieg, ne? Weiß. Nicht mal die darf ich looten. Da seid ihr Ninjas ja. Vorher dran. Ja. Nolan. Da kriegst du den ganzen Stuff größtenteils, weil es halt größtenteils Einhandsachen sind. Intelligenz, Chinesis für... Also ich hätte es nicht dafür, dass Marcel nicht auch eine Handwaffe Schild trägt. Wer hat Kriegsführung von euch? Ich und, hey, und ich. Wer braucht einen Ring mit magischer Rüstung 8 plus 1 Kriegsführung? Ach, gib dem Marcel. Bin cool. Nicht so episch darauf, mehr Kriegsführung Sachen zu lernen, also. Das Einzige, was ich mehr benutze, ist springender Schild. Springendes Schild.
Oh, wir haben heute auch wieder, wir haben auch ein Talent-Dingen diesmal wieder. Oh, stimmt. Hab ich noch eine Kiste. Haben wir die Kisten hier alle schon gelootet? Ne, die in der Mitte das tatsächlich nicht, da war noch ein Heiltrank drin. Ach stimmt, der Zivilpunkt. Ja. Erstmal einsamer Wolfskin, ich schmeiß egal aus der Gruppe. Zählt das eigentlich? Wir sind ja nicht in der Gruppe, ne? Kannst du, glaube ich, nicht. Echt? Ich meine nicht. War so gut fast. Boah, was nehme ich dann? Ihr Freund haben wir. Geh auf, Männchen. Ich hab's drin, ich find's gut. Ja, hängt auf jeden Fall. Erstmal noch ja, nicht. Gedächtnisstütze, drei extra Gedächtnisplätze. Das ist auch geil. Gedächtnisstütze. Ne? Oh mein Gott, Alter, ich habe jetzt fünf extra Gedächtnisplätze, Mann. Hagelschlag kommt mit rein, das. Ich kann jetzt fast alles benutzen, was ich kann. Parademeister ist auch cool, ne? Gewährt dir 10% Ausweichen, wenn du beidhändige Kämpfe verwendest, also zwei Einhänder. Gott, meine Leiste jetzt. Aber gut, ja. Das sind beide Support-Zauber. Das muss ich unten wieder aufräumen. Ja, muss ich gleich auch. Ja, meine Leiste ist bald voll, wenn das ja, so weitergeht. Gedächtnisstütze ist vielleicht eine coole Sache. Lecker Mitreis. Ja, auf Mitreis ist auch wieder Bock. Die Nitratbürste, nur uns Gedanken sind sehr hartnäckig. Alter, Leute. Ich hab euch lieb, aber manchmal seid ihr echt schlimm. Außerdem ist das Lied witzig. Ich finde dieses Lied wahnsinnig lustig. Ich würde es jetzt auch einspielen, aber das geht halt leider nicht. Ist eigentlich irgendwas Specialiges, wenn man allen Schweinen hilft? Ich meine, so viele Quellenmagie-Punkte liegen hier nicht, aber... Wer weiß. Das Lied hat was, das finde ich auch, ja. Oh, wo ist Lena hin? Ich will hier hoch, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das Schwein dort alles in Brand setzt. Dann magst du das Ölfass mal ein bisschen woanders hinstellen. Von hier unten. Wo? Das hier. Ach, das da. Warte. Weil du solltest ja mit Telepathie von hier unten rankommen. Telekinese. Telekinese, ja. Telepathie ist ein bisschen was anderes. Gifteter Krug Bier. Voll geil. Kannst du Marcel geben, dann kann Marcel sich heilen. Ist man auch dann zwar besoffen, aber hey. Ja. Da gönn dir. Danke. Aha. Das Glück proppt nie bei mir. Ein geiler Ring für mich. Der Hydrosoph gibt. Eventuell uns nochmal Ruhe für zwei. Ich hab Stärkeschuhe. 9 physisch, 3 magisch. 9 physisch, 3. Magisch, gibt 2 Initiative. Bären, ich hab mal auf Klo. Also, okay. Ich würde 8 LP damit verlieren, hätte dann aber mehr Initiative, wäre vielleicht nicht schlecht. Willst du? Ja. Das hat halt zu wenig geäußert. Und ich habe noch die Nässe-Handschuhe mit 7 physisch, 5 magisch, 2% Crit-Trefferwahrscheinlichkeit. 7 was? 7 physisch, 5 magisch. Nee. Und nochmal das nochmal schlechteren 10-2, das macht euch keinen Sinn. Nee. Ich gerade eben hätte ich den Kettenblitz lernen können, aber. Auf.
Aerotoik gehen, mein Level ab. Schicker Helm, Nolan. Jetzt Hydrosoph 6. Wieso? Das sieht ja so beschissen aus. Ja, ich kann ihn ja auch rausblenden. Ah, da oben ist noch eine. Wo? Wo renne ich jetzt? Wieso renne ich jetzt nach oben? Ich hab da einfach nur. Okay. Spannend. Spannend, spannend. Da war ich schon dran. Alles über Runen, Feenstaub. Die habe ich schon gelootet. Oh. Da waren die Schuhe her. 16 Gold. So, wann kannst du Wasserfähigkeiten, Leon? Das ist das Chloroform. Ach, oh lol, okay. Chloroform. So, dann kann Marcel genug magische Rüstungen langsam, dass er davon jetzt nicht eingeschlafen ist. Richtig. Wobei das eigentlich ganz schön viel magischen Schaden macht. 21 bis 25. Hola. So, wo gehen wir als nächstes dahin? Ist noch ein Blaupilz. Ja, Breathless Waffenkammer steht denn an, oder nicht? Ja, das ist, ja. Mal gucken, wie man am günstigsten dahin kommt. Am günstigsten, da müssen wir am besten zu Fuß laufen. Ist das flammende Schwein gerade gestorben, als ich dran vorbeigelaufen? Ja. Warum? Es ist erfroren. Es ist in die Fallen gelaufen. Ah, Theodor Rippe. Oh, wir haben ja schon eins hat Lena schon gekürzt, ne? Ja. Auf Mental Lena hinterher. Aber mehr kann ich halt nicht. Genau, das ist auch ein eins, was ich bei meinem eigenen Spielstand benutze, dass ich Quellenmagie-Punkte bekomme beim Ausruhen. Das ist ganz nice. So. Sorry, ich hab hier doch Pilze gelootet, da könnt ihr doch einfach gehen. Ich bin hier die Kräuterhexe. Jürgen kann also Chloroform, so Lena lauf. Ja, Lena läuft doch schon, Hyper. Wo lauf ich? Wo lauf ich? Ich lauf Fall. Hier ist noch Magister. Ich lauf, oh Gott, ich lauf. Nein, Autorun, hör auf. Okay, dann kann ich den auch looten. Komm hier zu schnell. Das war bestimmt der Autorun, ne? War es halt, ja, ich hab zu euch geklickt und dann läuft er immer den ältesten Weg. Reiten hier da hinten. Wäre ganz schön, wenn du überhaupt einen Weg laufen würdest. Ja, ich bin gerade zu euch rüber und hab jetzt geklickt. Jetzt läuft ja schon wieder den. Jo, Bitch. Jetzt lauf doch da. Ach. War doch der auch schnellste Weg. Ja. Wenn du jetzt links laufen wärst, dann wärst du ja schon früher da als wir. True. Nein, hört immer die Pilze. Man sieht mich nicht. Magisterwaldläufer. Man sieht mich weniger, als wenn ich ein Stein bin. Gerade. Und Haro. Generiert schon. Die Waffen. An die Waffen! Die Toten sind zurück. Haltet nach ihren Lehren, erwachten Ausschau. Das ist ein Silberfisch. Die Magister greifen ihren Waffen, halten jedoch inne, als der Rauch verfliegt. Ja. Also die Viecher sind komisch. Ihr habt mehr Fleisch auf den Rippen als unsere letzten Besucher. Wer seid ihr? Da geht's nicht weiter, in der Ecke ist der doof. Ich hoffe, diesen Silberfisch zu kommentieren. Silberfisch-Livestream. Ich muss gerade mal... Okay, oh, Gedächtnis 18, Alter, hol die Macaroni. Kann sagen, dass höhere Mächte dich heute hergeführt haben. Wir reden erfolgreich. Den überredet hier nur noch jeden. Das Göttliche ist heute wahrhaftig auf unserer Seite. Wir sind froh, euch bei uns zu haben. Grinsen, das bezweifelst du nicht. Sie wirken durchaus, als würden sie deine Hilfe brauchen. Der Magister funkelt dich an. Unsere Brüder haben drinnen einen Sucher gestellt. Die Ratte hat versucht, die Waffen zu stehlen, die wir entdeckt haben. Bald wird sie ausgequiekt haben. Die Ratte. Der Armleuchter wusste ja nicht, dass wir unsere Funde schon weggeschafft hatten. Er wird für nichts und wieder nichts sterben. Fragen, wo die Waffen jetzt sind. Auf dem Weg zur Rachefürstin, um weitere Untersuchungen anzustellen. Dallas hatte recht. Mit dem, was wir entdeckt haben, können wir das Blatt gegen die Lernerwachten wenden. Ihre Informationen waren üblich
Korrekt. Es ist, als würde Lucian selbst ihr ins Ohr flüstern. Oh, nehme ich Überredung oder nehme ich das von Lose? Lose. Okay, nur meine Stimmen im Kopf gar nicht so besonders sind. Okay, was war das? Redet, Mädchen. Ihnen sagen, dass du dich freust, dass ihre Mission so erfolgreich war. Erst recht, da du gehört hast, dass Dallas ihnen befohlen hat, sich aus dem Sumpf zurückzuziehen. Überreden, erfolgreich. Deswegen bin ich da drauf gegangen. Das bei so Lucians Bart. Unsere Brüder werden angegriffen, wollen es uns zurückziehen? Na schön, der Hammer wird schon ihre Gründe haben. Wow, okay. Jetzt bist du Linda, die ganze XP läuft weg. Ja. Wollen wir nicht aus Versehen noch so ein aus Versehen Dolch reinwerfen? Tschüss XP. Tschüss. Ja, zu spät. Tschüss Items, tschüss XP. Überreden ist powerful. Alina, jetzt ist die Frage, was machst du jetzt? Da oben sind ja mehr Leute. Oder die kämpfen gegen die Statue? Die Inquisitor. Hört auf! Verbrechen die! Unita! Oh, warte, ich bin noch nicht oben, warte und nicht reingehen. Moment, ja. Der Marsch der Welt. Okay. Platziert euch oben, wenn ihr wollt. Ihr könnt hier nämlich hoch. Ich bin oben. Gut, ich geh rein. Und Taro! Zurückbleiben, wir haben den Hund in den Engen getrieben, aber er ist immer noch gefährlich. Wie ist das da weiblich, aber egal. Das Ding ist halt, die sind uns jetzt auch halt auch freundlich. Das können wir ändern, du. Einfach mal drob kloppen. Ja, Regen wird das nicht so ganz ändern. Hä? Och man, ich hab mir gerade einen Cast rausgelegt. Moment, noch. Scheiße. Sorry. Welchen habe ich mir gerade aus der Leiste rausgelegt? Boah, wenn da einer Blitz von denen hat, ne? Ihr seid alle gearscht. Ich hab Blitze. Wolltest du nur gesagt haben? Also, ich hab genügend magische Rüstung, um da nicht so am Arsch zu sein. Ja, frag mal Marcel. Wir meinen auch jetzt 55. Apropos, Marcel, magst du mir mal die Pizzabrötchen geben, bitte? Danke. Aber ich glaube, mit Chloroform kennt Lena sich besser aus. Das stimmt. Habe ich schon viel mitgearbeitet. Siehst du? War schon ein bisschen her, dass Hyper das geschrieben hat, aber. Ja, ja, deswegen. Aber ich wollte mal wieder so. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Okay. Arme Lena. Arme Lena, ich sag, Lena kennt sich gut damit aus. Sie sagt, ich habe schon viel damit gearbeitet. Sag ich, wir haben uns so kennengelernt und Marcel sagt, arme Lena. Ja. Irgendwie Leon nicht zu erwischen, ja. Und. Nehmen wir noch. Binde. Die. Magische. Hat ja super viel AP gekostet, leider. Was? Das, was ich gemacht habe. Das kostet 3, oder? Ja. Nacht. Können wir jetzt auch falsch verstehen, was jetzt anscheinend? Dass ich viel mit Chloroform arbeite. Ach so. Ich führe beruflich Menschen. deswegen sitzen wir überhaupt hier alle. Chloroform betäubt gar nicht. Bis du von Chloroform ohnmächtig bist, hast du auch schon Krebs, also.
fehlt. Oh, die ist schnell unterwegs. Wow. Die ist ganz eilig, die Dame. Ich hab Drosophen inzwischen echt recht hoch, also. Hat sich der Gareth überhaupt schon eingemischt? Nö. Er ist schon hinter seiner Statue vorgekommen, ja? Nö, ja, steht da. Ja, ja, doch, er hat schon einen Schritt gemacht. Echt? Oh. Oh, ah. jetzt. Kommt da. Maulina. Hey, der ist dafür jetzt eingefroren, der oder? Nee. Egal. Das Ding ist, die zwei, die näher gestanden, können nicht eingefroren werden, weil die beide eigentlich den Marker Blutfeuer hatten. Oh. Jetzt nicht mehr. Ach, stimmt. Ja, da war ja was mit dem Wasser. Ach man. Mit dem Blut auch eher gesagt, ne? Uns geht's super. Marcel ist schockiert. Marcel, dich da jetzt wegbewegen, ist ein bisschen schwierig. Ach Mist, ich bin so blöd. Ach ja, oh, deine arme Inkarnation. Yep. Also mit dem Einbeschwören gleichzeitig noch ein bisschen. Ja. Warum ist denn der eigentlich hässliche Gegenschläge haben, der gute? Gegenschläge? Gelegenheitsangriffe. Ja, für dich wäre Opportunisten meiden, glaube ich, auch noch ein ganz nützlicher Skill. Doch bloß. Kann ich da echt keinen Schritt hin machen, weil das da nicht geht, weil das out of map ist? Komm schon. Kann ich wirklich nicht. Das ist doch kacke. Ich komme nicht hinter ihn. Struggles. Zack, zack, zack. Ganz alles nicht kritisch ist, macht man keinen Schaden. Der ist nicht in seinem Blut, oder? Wenn ich gleich da mal so ein Übergangsschritt hinmache. Jetzt sollte ich das nicht tun. Ne? Eigentlich nicht, ne. Ich sehe es auf jeden Fall nicht unter mir. Hallo, könntest du den Turn jetzt bitte? Danke. Nee, du blutest nicht. Alles sehr schön. Kommt Nolan jetzt auch nicht an den ran, oder? Doch, von der Entfernung. Steht der nicht hinter der Art Säule? Mhm. Ach, nee. Oh, ich komm dran. Da muss ich ja gar nichts mehr machen hier. Vier Leben noch. Verfehlt. Mann, hier Magisterschwert, 11 bis 12. Das ist jetzt nicht so cool. Ne? Euer Angemut im Angesicht der Gefahr ist beflügelnd. Lucian hat eure Schläge richtig geleitet. Er mustert dich von Kopf bis Fuß. Ihr seid auf keinen Fall Magisterin. Schmutziges Gesicht, unordentliche Kleidung. Warum seid ihr hier? Arsch. Eben die Wahrheit sagen. Du bist Quellenmagierin und gerade aus der Freudenfeste geflohen. Und er? Mein Name ist Gareth. Ich bin ein Sucher. Ich kann euch einen Unterschlupf bieten. Und Hoffnung. Bei Zuflucht spricht er vom Heiligtum von Amadia. Du kennst diesen Ort. Ah, gut. Dann kennt ihr uns ja und wisst, dass wir euch helfen können. Und vielleicht könnt ihr uns auch helfen. Oh. Ihm sagen, dass du ihm helfen wirst und auch seine Hilfe annimmst. Eure Worte erfreuen mein Herz, Quellmagierin.
Sein Blick streift über den Horizont und trifft danach dein. Ein Augenblick vergeht. Ich kann nicht bleiben. Und ihr sollt es auch nicht tun. Wie hat Lucian es noch ausgedrückt? Das Böse nähert sich von den Trägen. Bringt euch bald in Sicherheit. Am Tisch der Sucher ist immer ein Platz für euch frei. Mal gerade gucken, was der so für Stuff hat. Den Tisch müsst ihr euch nur suchen. Der hat Kriegsführungsbücher und Geomantenbücher. Oh, Geomant. Das ist ein menschliches Bein übrigens. Wo denn? In, Ende Magister, oder du gibst es mir einfach. Das ist richtig. Oh, wir können haben Bande der Pein, was ein Nekromantenbuch ist. Hast du das schon, Marcel? Jo. Super. Dann ein Helm, Finesse 11 mit plus 1 Gauner, 7 physische, 5 magische. Ich habe noch einen leichten Helm. Okay, der wäre ganz gut für dich. Dann ein Intelligenzstiefel mit 0,5 Bewegung, die finde ich blöd. Bräuchte die nicht. Haben 3 physische, 12 magische. Wie sieht's mit dir aus, Marcel? Wie viel? 3 physische, 12 magische Rüstung plus 0,5 Bewegung. Nee. Und Handschuhe, 2 physische, 3 magische plus 10 LP für Stärke 11. Okay. Dann nehmen wir den Helm für Leon. Und ich schneck jetzt erstmal. Eben inzwischen bin ich gar nicht mehr so unzufrieden mit meiner Magier-Tank-Skillung. Dein Griff um die Klinge wird fester. Noch nie zuvor hast du einen derartigen Zorn verspürt. Diese Monster. Sie reißen die Welt auseinander. Sie dürfen nicht leben. Rivellon muss überleben. War lecker. Ach nee, der guckt da oben rein damit. Ja. Statue ist ja nur ein Wegpunkt, um sein. Bei den Särgen war ich schon, aber gut. Warum stehst du verbrennt, Leon? Ich wollte gerade sagen, ich weiß, Leon, ich steh hier im Feuer. Leon findet heraus, wie viel seine magische Rüstung abhält. Das wird richtig. Oh, hier ist ein Kreischer. Bin sehr interessiert an diesen Dingern. Ich hab doch einen Halterungsstab, ne? Kannst ja mal rangehen und mit ihm reden. Speicher. Ist irgendwo ein Halterungsstab? Ich muss dringend Items verkaufen, Alter. Was ist du das? Du hast in der vierten Reihe 2 Stück. Ach ja, da. Nein, einer. Das ist nur einer. Das ist noch eine Warum ist der andere erschöpft? Ach, du hast nicht sortiert, ne? Du hast nämlich unten noch 2 Erschöpfte. Du hast der dritte Erschöpfte nicht neben den anderen. Alles Erschöpfte. Nur einen richtigen. Einen funktionierenden. Hat eigentlich irgendwer jetzt Lehrmeister 2 geskillt? Nee, ne? Ja, wir hatten doch gar keinen Zivilpunkt. Wir haben keinen Zivilpunkt. Ach, zivil war's, ja. Wir haben sorry. Einen Talentpunkt bekommen, ja. Kann ich mich jetzt eigentlich selber chloroformen? Ja, ne? Gute Nacht. Du das? Wow. Oh Mann, das ist gut. Also gespeichert habt ihr, ne? Mhm. Ja. Ich kann den nur direkt angreifen. Okay, oh, nettet der mich? Probier's aus. Ich will's wirklich ausprobieren. Okay. Oh ja, die One-Hitten wirklich. Damn Sun, Alter. Ich weiß nicht, war das zu nah an dem dran? Nee, okay. Hast du ihn aufgegessen? Ja. Weiß schon. What is that? Gods, what is that? Okay, ich geh auch nochmal dran, warte. Gods, what is that? Whatever it is, it looks dangerous. Ach, sehr gut. Oh, das ist ein Eichhörnchen, oh no! Okay, gehen wir jetzt hier weiter.
Ja, wir pingen nur noch 5-mal drauf. Was? Was ist hier? Ja, ich habe euch beinahe für eine Magisterin gehalten und und mit meiner Klinge durchbohrt. Das war knapp. Okay. Dass du es nicht getan hast, finde ich super. Schön. Lieb von dir. Appreciate jeden, der mich nicht mit seiner Klinge durchbohrt. Hallo, Taleriro Rono. Rane, ich warte doch. Und tschüss. Da oben haben wir nichts mehr, oder? Nur dann, wo du hingehst. Ich guck grad wegen Chats oder so. Na gut. Obwohl, glaube ich, eher Leon hier rumlaufen muss, weil der Leon erkennt die eher als ich. Ich weiß, ist das wirklich so, dass man ja, mit Verstand mehr aufdeckt? Mhm. Ja, das läuft auch mal. Steht ja auch da, Initiative beeinflusst deine Fähigkeit, Fallen zu erkennen und versteckte Schätze zu finden. Okay. Was ja nur für Fallen. Ich war mir halt nicht mehr sicher. Man weiß auch nie, selbst wenn man das Spiel 20 Mal durchgespielt hat, ne, du kannst halt immer irgendwann einen Finesse-Wert, einen höheren Initiative-Wert haben oder sonst was und findest halt irgendwas. Nee, na. Achso. Ich dachte, du wärst nicht mehr da. Doch, doch. Ja, was haben wir jetzt noch zu tun? Wir können noch mehr Kreischer machen. Oder erstmal zurück. Kreischer würde ich die aufheben, wenn ich du wäre, weil die halt Quellenpunkte geben. Ja, stimmt auch wieder. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder zum Versteck, oder? Aber hier, wollen wir hier nicht noch erst fertig machen? Hier noch. Da, wo du die Magister überredet hast. Vergisst du immer echt Zeug, was in Dialogen vorkommt, oder? Verstehe ich aber. Lena, passt einfach nicht auf. Du hast doch gerade mit denen geredet und die haben gesagt, sie haben aus der Waffenkammer die Stäbe geholt und sie weggebracht. Also kann man auch noch in die Waffenkammer gehen. Oh, ja, lol, stimmt. Das haben sie 5-mal gesagt. Einmal. 95-mal. Das. Plus 1. Im flackernden Licht der Fackel siehst du ein Magister Murmel auf dem Boden liegen. Als du näher kommst, fährt er herum. Miep, miep. Jetzt fällt er umgelesen. Im nächsten Akt kann ich auch vorlaufen. Nein, kannst du nicht. Da kenne ich das Spiel nicht mehr. Nein, zurückbleiben. Keinen Schritt weiter, wenn es euer Leben lieb ist. Ich geh mal kurz aufs Klo. Okay. Stehen bleiben und sagen, dass du nicht kämpfen willst, du willst bloß reden. Kämpfen? Ich habe keine Angst vor euch. Ihr sollt euch eher vor mir fürchten. Ich will dem nichts zu nahe kommen. Der Magister beißt mit einem Nicken auf seine Hand. Die Haut ist schwarz wie die Nacht und scheint sich zu bewegen, als würden Würmer durch sein Fleisch wimmeln. Er zieht eine Grimasse, steckt sie unter den Arm und drückt es an sich. Ihn fragen, was ihm zugestoßen ist. Er liegt in Richtung der toten Magister, die verdreht im dornigen Blut liegen. Das gleiche wie diesen armen Teufeln. Wir haben diesen verdammten Raum gesäubert und wollten beim nächsten weitermachen. Wie sie den Schalter berührten, begannen sie zu schreien. Irgendein Fluch der Leere. Dallas hat uns gewarnt, aber ich... Wir hätten nicht gedacht, nicht geahnt. Schaut überlegen, wie er überlebt hat. Überleben? Ich bin so gut, bin so tot wie sie. Ich brauch nur ein bisschen länger. Das ist immer der, zu spät kommt. Sie standen darum herum, haben das meiste abgekriegt. Mich hat's noch am Arm erwischt. Weg ist er. Das hat gereicht. Fragen, wohin diese Tür führt. Was immer es ist, die Leere selbst kämpft, um es zu beschützen. Delta hat uns gesagt, wir sollen vorsichtig sein, aber das hier ist falsch. Böse. Tödlich. Laut überlegen, was Dallas ihm gesagt hat. Sagte uns, es ist alt. Es sei alt und gefährlich und bedeutsam. Mehr Waffen gegen die Quellenmagier, hat sie gesagt. Sie braucht die Stäbe, aber... Da war noch mehr. Uns hat die Gier gepackt. Sind wir mal nett zueinander, betrachten die vor deinen Augen verdorrt. Kannst du etwas tun? Er blickt zu dir auf. Sein Blick bohrt sich tief in deinen. Ich habe sie sterben sehen und schreien hören. Ich will so nicht sterben. Alles nur das nicht. Bitte, ich krieg mein Schwert nicht hoch. Ich kann es nicht selber machen.
Denk drüber nach, will dich aber noch was anderes fragen. Beeilt euch, ich kann fühlen, wie es sich ausbreitet und festsetzt. Eigentlich habe ich alles davon schon gefragt. Gehen wir mal fort. Der Magister stöhnt vor Schmerzen, während du...